Hallo alle zusammen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Jack 3. Beim letzten Mal haben wir das Nest der Metallschädel aufgesprengt. Und da sind wir jetzt heute unterwegs. Die Viecher nehmen offensichtlich mehr Schüsse, um zu sterben, als ich gedacht habe. Die hat nämlich meine erste Drehattacke einfach überlebt, dreisterweise. Oh, hi, mehr von den komischen Aliens. Ist nett, dass ihr mitten in meinem Angriffswirbel gespawnt seid. Das macht die ganze Sache gar nicht einfach. Es wäre schön, die Dinger loszusetzen und dann einfach oben in der Ecke nur zu sehen, wie unsere Munition runtertickt, während es irgendetwas trifft, was wir nicht sehen können. Das finde ich sehr angenehm. Ja, wie gesagt, wir sind beim letzten Mal dann hier in diesem wunderschönen Metallschädelnest dann angekommen und heute wollen wir mal schauen, was es hier zu zerstören gibt und wie wir es zerstören können. Mal abgesehen davon, dass es natürlich Metallschädel zu zerstören gibt, beziehungsweise die komischen Alien-Viecher, denn Metallschädel haben wir bis jetzt irgendwie noch nicht so richtig viele gesehen. Soll ich da einfach rüberspringen? Sieht so aus. Also fliegen wir doch einfach mal rüber. Weil warum nicht? Kann ich vielleicht meine Waffen haben? Ist ja schön, dass ich Luftpirouetten drehen kann, Lightjack. Aber ich hätte ganz gern tatsächlich meine Waffen. Anstatt Pirouetten in der Luft zu drehen. Was, wie gesagt, ja nett ist und so, aber okay. Bei dem nächsten Helm-Eco-Quell-Dingens sollten wir uns mal voll heilen. Falls sowas nochmal kommt. Wir sind schon an zwei vorbeigekommen, von daher gehe ich mal davon aus, dass wir noch mehr kriegen werden. Möglicherweise, vielleicht. Okay, Spiel, wo willst du, dass ich jetzt hingehe? Da oben hoch? Kann ich mir nicht vorstellen, ist zu hoch. Für einen hellen Jack, oder? Davon sind wir hergekommen. Du stirbst. Ah, ich muss nur genug töten und es öffnet sich eine Brücke. Aha. Klar. Warum auch nicht? Warum eigentlich nicht? Helle. Genau, helle Munition bitte. Dann wieder fliegende Feinde erledigen. Anscheinend auch laufende Feinde erledigen, die ich erstmal noch gar nicht gesehen hatte. Die aber einfach mitten in meinen Kugelhagel spawnen und entsprechend einfach sterben, bevor sie was tun können. Ja, das ist fast so, als sei der Blaster zu gut für dieses Spiel. Fast so. Es ist fast so, als hätten sie das nicht so ganz durchdacht, was diese Waffe eigentlich alles kann. Und wie effizient sie dabei ist. Hätte wahrscheinlich geholfen, wenn man das Ding deutlich schwächer gemacht hätte oder die Munition von dem Reflektor einfach deutlich höher gemacht hätte. Den Munitionsverbrauch davon. Das ist aber halt immer noch nur ein Schuss Munitionsverbrauch pro Treffer. Das heißt, ja, die Effizienz ist halt einfach viel zu hoch. Okay, mehr Brücken. Ich schätze mal, das erste Mal, als wir den Lichtjack-Flug benutzt haben, hätten wir das eigentlich auch gar nicht tun müssen. So langsam aber sicher kriege ich das Gefühl. So wahrscheinlich auch da einfach nur die Viecher hätten töten müssen und wir hätten einfach eine Brücke gekriegt. Na, mach. Ich nenne es eine Vermutung. Ich höre Feinde spawnen, also fangen wir einfach schon mal an zu schießen. Na, wie das gute alte Meme. So, anyway, I started blasting. Ich habe Feinde spawnen gehört, ohne Feinde zu sehen. Also habe ich einfach mal angefangen, auf sie zu schießen. Ja, wir brauchen dringend mal etwas Heilung. Glücklicherweise können Feinde nichts gegen uns tun, wenn wir das hier machen. Was die Jack-Heilung ein bisschen unfair macht, aber wen interessiert's? Die Feinde dürfen im Spawnen auf uns schießen, bevor wir ihnen Schaden machen können. Ich kann auf sie schießen, bevor sie Schaden machen können. Also darf mich auch heilen. Ich finde das fair. Meine Freunde wollen dir Adieu sagen. Hey! Ich würde ja gerne noch plaudern, aber
aber ich bin mit den mächtigsten Wesen im Universum verabredet. Du bist erledigt, Blechdose! Pass auf, sonst komme ich rüber und hetze Jack auf dich! Zu spät! Ich habe das Schiff der dunklen Schöpfe aktiviert. Wenn ich zurückgehe. Schön, dass du es aktiviert hast, während wir da drin waren und irgendwelche Sachen kaputt gemacht haben oder so. Also bis dann, Jungs. Ja, bye, Errol. Erstaunlich, es reagiert auf das dunkle Zeug. Es fliegt in die Luft! Natürlich fliegt alles in die Luft. Und zum Glück kommt genau in dem Moment Sick vorbei. Sehr praktisch. Oh, ja. In Zeitlupe. Es ist schade, dass das Gebäude nicht explodiert ist, während er gesprungen ist. Das wäre noch mehr in diese Zeitspanne gewesen. Aber allein diese Szene, wie er in Zeitlupe vor einer vermeintlichen Explosion wegrennt, war sehr typisch für die Zeit. Tja, damit haben wir ein Metallschädelnest in die Luft gejagt. Schätze ich. Glückwunsch. Wir haben jetzt sowohl die Roboterproduktionsbasis als auch das Metallschädelnest in die Luft gejagt. Man sollte meinen, dass der Krieg jetzt deutlich besser für uns aussieht und nicht mehr wirklich Feinde unterwegs sein können. Aber man würde sich irren. Dann brauche ich nur einmal in die Straßen zu schauen. Der Zustand ist und bleibt derselbe. Feinde ohne Ende. Okay, Munition ist wieder voll, aber mein Leben nicht mehr. Naja, wir brauchen total viel Verstärkung und so. Okay, wir haben das Wichtigste, wir haben gelbe Munition, so gut wie voll. Also auf zu... ich glaube, das Missionssymbol gehörte mal zu Onin. Wir haben bis jetzt noch nicht irgendwelche Missionen von Onin gekriegt in diesem Spiel. Weil ich meine, Jack 2 war das Onin-Symbol. Und wir haben Onins Zelt schon mal in der Orb-Challenge gesehen. Apropos Orb-Challenge. Haben wir nochmal irgendwann freigeschaltet? Das ist ein großes, fettes Nein. Nein, wir haben nichts Neues freigeschaltet. An Herausforderungen. Ist aber auch in Ordnung. Jetzt, wo es so relativ klimaktisch Richtung Ende dieses Spiels geht, ist es, glaube ich, schon in Ordnung, wenn wir nicht noch jede Menge für diesen Ort Challenges machen. Hui! Da habe ich nochmal gelbe Munition gesehen. Oh. Ärgerlich. Da habe ich nochmal gelbe Munition gesehen. Dankeschön. Gehen wir mit voller Munition hier rein. Hi, was hältst du von dem Krieg direkt vor deiner Tür? Wir sitzen ganz schön in der Klemme. Onin sagt, seltsame Kräfte sind am Werk. Etwas Mächtigeres als alles, was sie in ihrem langen Leben je gesehen hat, hat das Schicksal gewendet. Und lauert nun tief unten in die Katakomben. Lass mich raten. Ihr Spinner wollt, dass wir da runtergehen, korrekt? Natürlich sollen wir da runtergehen. Daumen hoch. Ist im Stadtteil der Metallschädel. Manchmal hasse ich euch wirklich. Onin sagt, sie sieht den schwarzen Schleier der Ungewissheit über eurem Schicksal. Onin sagt, es lauert große Gefahr. Natürlich lauert große Gefahr, aber dafür sind wir auch da. Was? Was sagst du da? Du wirst Onins Augen sein. Und Jacks Weisheit. Ja, ich bin mir sicher, Packer wird unsere Weisheit sein. Natürlich trifft er uns da, wenn die Luft rein ist. Schließlich ein Papagei. Wenn die Luft voller Feinde ist, wäre das ein Problem für ihn. Okay, also... mir wurde gesagt, wir sollen zum Metallschädelteil der Stadt fahren. Allerdings sagt mir das Symbol, ich soll hier oben lang fahren. Das ist sehr nicht der Metallschädelteil der Stadt. Aber ich glaube dem mal. Vielleicht gehen wir auch von unserem Teil der Stadt aus, dann durch andere Gegenden nochmal dahin. Oder vielleicht ist es einfach, weil wir den Metallschädelnest in die Luft gejagt haben, nochmal eine letzte Barriere aufgegangen oder so. Vor allem sehe ich jetzt mehr Challenges auf der Karte. Sind das nur die beiden hier oben? Sind in der Tat die beiden da. Die sind jetzt neu. Und ja, da ist in der Tat ein neuer Teil der Stadt geöffnet worden. Das erklärt dann das. Ah, dann wollen wir doch mal darüber und dann mal schauen, was hier noch so bietet. Ah ja, das ist der Teil, wo wir ursprünglich nach Haven City zurückgekommen sind.
wo wir die ganzen kleinen Metallschädel die haben, wo ich Ewigkeit nach einem Rohr gesucht habe, das direkt vor mir war. Mehr oder weniger. Okay, jetzt haben wir hier neue Herausforderungen. Dann schauen wir nochmal. Finde diesen Ort. Eine neue Finde den Ort Herausforderung. Die Zeit läuft. Okay. Kann man da nicht rüber grinden? Ich meine, da kann man rüber grinden. Oder etwa nicht. Oder etwa nicht, anscheinend. Nevermind. Ah, da ist anscheinend noch ein Precursor auf dem Wasser, ist auch gut zu wissen. Okay. Dann schauen wir doch erstmal, wo das Ding denn eigentlich ist. Bin mir eigentlich gar nicht sicher. Ah, da vorne ist es. Okay. Das hat nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Nein, nein, ich will jetzt nicht nochmal versuchen. Ich bin direkt vorne im Precursor auf. Lass mich den mal eben holen. Wunderbar. Und dann können wir jetzt einfach nochmal neu starten. Wir sollen uns allerdings mal kurz vorher überlegen. Ich glaube, das machen wir als zweite, denn das führt uns, glaube ich, direkt in die Mission rein, wenn wir da lang grinden. Den Ort findest du nicht rechtzeitig. Viel Glück. Also finden wir erstmal den Ort. Ja, und der ist da oben in der Tat drauf. Okay, keine Ahnung, warum ich da runtergefallen bin, aber da war ich irgendwie runtergefallen. Okay. Ja, dann... Eine neue finde den Ort Herausforderung. Ja, ja, kenne ich schon den Spruch. Okay. Gut gemacht. So kenne ich dich, du Held. Ja, so kennt er mich, ich Held. Ja, und damit sind wir nämlich direkt in der Mission drin, deshalb, also in dem Missionsgelände drin, von daher macht es Sinn, das als zweites zu machen. Die einzigen, die verrückt genug sind, es mit diesen Dingern aufzunehmen, sind die Ödländer. Bist ein Genie. Ja, aber die können wir ja anrufen. Ja, für dieses Ding bietet dir höchstens irgendein abgebrannter Pfandleiher in der Südstadt noch was. Nein, die werden schon irgendwann kommen. Ich bin mir sicher. Okay. Dann wollen wir mal, ne? Es gibt Metallschädel zu schnetzeln. Also fangen wir mal an. Ah, da ist ein Metallschädel schon wieder aus dem Boden gekommen. Komm mal her. No, 104 nehme ich. Dann haben wir hier vorne einen total unauffälligen Precursor Orb. Für Nummer 230. Eigentlich eine deutlich höhere Nummer. Wir haben verdammt viel im Precursor Orbs inzwischen ausgegeben. Die Zahl an Precursor Orbs, die wir tatsächlich gefunden haben, ist deutlich höher. Ich meine, es gibt ja auch 600 davon im Spiel, ne? Von daher sollte man hoffen, dass unsere Anzahl höher ist als 220 oder was jetzt waren. Oder 230. Nach der ganzen Zeit, die wir gespielt haben. Wir haben uns ja doch darum bemüht, möglichst viele von den optionalen Challenges zu machen. Auch wenn ich anfangs gesagt habe, dass wir definitiv nicht auf 100% gehen, habe ich ja trotzdem möglichst viel geholt. Okay, kommen wir hier so einfach hoch? Ja, kommen wir. Wunderbar. Sind auf jeden Fall gute Ninja Metallschädel, die einfach mal so aus dem Nichts auf uns angesprungen kommen. Und uns Schaden machen. Schon ordentlich Schaden genommen. Okay, der Metallschädel ist definitiv wieder im Nichts gelandet. Und dann ist er wieder nach oben geplöppt. Dankeschön. Kann ich mal eine Karte von der Gegend hier sehen? Aha, okay. Hier sind wir also. Na gut. Ich glaube, das ist das ehemalige Stadion, ne? Und mehr oder weniger. Hier war, glaube ich, mal ein Stadion. Oh, mehr Metallschädel für mich. Mehr dunkles Eco für mich, das ich nicht wirklich haben will. Das ich aber trotzdem benutzen muss. Allerdings auch dann bitte mit dem richtigen Knopf.
Boom. So, dann haben wir den dummen Jack auch mal benutzt. Mehr oder weniger so, wie er gedacht ist. Okay, dann können wir uns mal eben ein neues dunkles Echo direkt holen. Dafür haben wir die komische dunkle Echo-Quelle hier, schätze ich. Dankeschön. Da vorne sehe ich auch helles Echo, ganz unauffällig. Aber fast so, als müsste man nochmal irgendwelche hellen Echo-Kräfte benutzen in der Festung des Feindes. Das wäre zumindest mal was, wenn wir das mal wieder müssten. Metallschädel? Nein, ist glaube ich mal wieder ins Abyss gefallen. Nein, der ist hier hinten hingefallen. Okay, ja. Ich meine, ich brauche sie nicht mehr, ich will sie aber trotzdem haben. Das ist meine Trophäe dafür, dass ich einen Feind getötet habe. Okay, neue Feinde. Winzige Pflanzen, die aus größeren Pflanzen spawnen. Und yay, helles Echo. Munition bitte. Munition, danke. Okay, schauen wir nochmal auf die Karte. Wo müssen wir jetzt lang? Wahrscheinlich darüber fliegen. Ich frage mich, ob wir da auf die... einzeln liegende Ecke kommen. Die müsste hier um die Ecke sein, ne? Ja, die ist hier um die Ecke. Oh, schauen wir doch einfach mal. Kommen wir hier um die Ecke. Kommen wir. Hier ist sogar helle, extra helles Echo, von daher schätze ich mal, ist das auch intended, dass man so hier hinkommt. Umso besser. Hier eine Menge Precursor-Ops für uns. Wenn wir dann mit dem Jetboard fahren, auch noch einfach einzusammeln. Und noch einer. 239. Nice. Das ist gar nicht so schlecht. Behaupte ich jetzt einfach mal. Oh, und dann müssen wir nur wieder zurückfliegen. Okay, haben wir auch erfolgreich geschafft, ohne zu sterben. Okay, kann ich bitte einfach meine Schusswaffen haben? Ich hätte vor allem ganz gerne, dass Lightjack irgendwann mal aufhört. Dankeschön. Das Problem damit, Lightjack zu beenden, ist halt, dass Jack dann erstmal da rumsteht und Kopfschmerzen hat für eine Sekunde. Von daher nicht unbedingt im Kampf zu empfehlen. Okay, noch ein Metallschädel. 133, so eine komische Zahl. Dann laden wir mal mein Echo auf. So, und das hier ist übrigens die Stelle, wo wir hingekommen wären, als ich mal davon gesprochen hatte, dass wir ganz frisch in New Haven angekommen waren, dass man sich quasi ans Ende des Spiels glitschen kann mit einem Hoverboard-Sprung out of bounds. Hier landen wir dann. Das hier ist die Mission, in der wir dann tatsächlich enden. Also, ja, wenn man den Sprung noch könnte, bekommt man quasi wirklich ans Ende des Spiels. Und nachdem man dann den Kampf gegen den Precursor-Roboter hat und hier in der Stadt landet, ist man danach einfach direkt hier im Endgame. Das ist ein extrem mächtiger Glitch, den man in dem Moment ausnutzt. Ein sehr, sehr starkes Sequence Break.
Ich sehe da hinten schon Metallschädel gespawnt, weil ich wieder erfolgreich Feinde um drei Ecken getötet habe. Umso besser. Und da dieses Spiel nicht perfekt wäre, ohne ganz am Ende in Missionen nochmal das Jetboard über Todesabgründen zu benutzen, müssen wir das hier natürlich nochmal tun und über schmale Stangen grinden. Okay, diese Metallschädel hole ich jetzt nicht, die tatsächlich da ganz am Rand des Abgrunds liegen. Das ist mir zu gefährlich. Aber hier lag gerade noch einer, den kann man schon eher holen. Okay, hier ist wieder so eine komische Pflanzenspawne. Pflanze, die direkt mal kaputt gegangen ist. Dann brauchen wir ein neues Dachs. Eco. Und dann... war das nicht, was ich machen wollte. Ich habe vergessen, dass das passiert, wenn man volles schwarzes Eco hat. Also nochmal. Und diesmal auch tatsächlich die Tür öffnen, Jack. Wow. Schwieriger, als es aussieht. Oh, geh mal wieder aus dem dunklen Jack raus. Hol dir mal dunkles Eco zurück. Kann man da hoch? Sieht nicht so aus. Naja, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle nochmal eine kleine Pause und sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir tiefer in diese Ruinen eindringen und ja, anscheinend mal einen Weg in das Precursor-Schiff suchen werden, um dem Feind ein Ende zu setzen oder so. Mal gucken, was noch so passiert. Bis dahin. Aloha.